Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier im Poughkeepsie Network. Heute Morgen, noch unglaublich früh, sprich ich habe noch ein Fitbit One noch umgeschnallt, hat mich der Postbote geweckt und ein lange ersehntes Kickstarter-Projekt gebracht. Dir nochmals besten Dank an Ueli, banholzer.me, meinem Programmierer von unter anderem Gadget Plaza, für den Tipp im letzten Jahr zum Romo. Das Ganze ist, wie gesagt, ein Kickstarter-Projekt, das jetzt endlich ausgeliefert wurde, lange ersehnt. Und wie ihr sehen könnt, ist das ein kleiner Smartphone-Roboter, wie er sich selber nennt, das iPhone oder ein iPod Touch aufgesteckt. Und dann wird das Ganze vom iPhone, vom iPod Touch oder auch von verschiedenen iPad-Versionen und auch vom Mac aus gesteuert. Und ja, den möchten wir uns doch mal etwas genauer anschauen. Viel zu sehen gibt es hier im ersten Video noch nicht. Sprich, wir werden ihn mal auspacken. Hier der Romo selber. Hier auch schön begrüßt. Er stellt sich selber vor, was da in der Packung drin ist. Und hier im Deckel, süßes Detail, grinst einem noch der Romo entgegen. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Unten oder unterhalb des Romos ist eine kleine Anleitung, ein Pocket Guide, wie das Ganze funktioniert. Dann haben wir noch ein Getting Started, sprich eine Schnellanleitung, noch schneller als die Pocket-Anleitung. Ist ja auch ganz einfach, iPhone oder iPod Touch der vierten Generation in Romo stecken. Funktioniert übrigens hier in dieser Version mit dem iPhone 4 und iPhone 4S. Es gibt noch einen speziellen Aufsatz, der kommt aber dann später für das iPhone 5, den Lightning Dock Connector. Und nachher gilt es ab iPhone 3GS, iPad 2, iPad Mini oder eben wie gesagt auf dem Mac könnt ihr das Ganze fernsteuern. Habt einen kleinen Roboter, der durch eure Wohnung fährt oder auch außen, geht das natürlich auch. Und das Ganze über die Kamera festhält und ihr seht gleich, wo das ihr durchfährt. Auch noch im Paket drin ist natürlich das USB auf Mini-USB-Kabel, um den Romo mit Strom zu versorgen. Das geschieht hier unten. Über die Buchse ist die einzige Schnittstelle neben dem Dock-Connector, welcher der Romo hat. Die App für den Romo bekommt ihr kostenlos aus dem App Store. Ist eine Universal-App, sprich funktioniert auf dem iPhone genauso wie auf dem iPad. Kurz einstecken. Hier sind Halterungen gummiert, sprich ihr kommt sicherlich das iPhone nicht zu Schaden. Es hält gut hier drin, wie ihr sehen könnt. Und ja, hier strahlt er schon uns entgegen. Wartet eigentlich nur noch darauf, dass man auf dem Gegenpart, jetzt hier auf dem iPad Mini, die App auch startet. Hier seht ihr den Romo selber. Anklicken und dann unten auf Drive, damit die Navigationselemente und die Kamera connected werden. Das dauert kurz und wie ihr hier sehen könnt, ist das Ganze connected. Es gibt verschiedene Bedienungselemente. Hier geht es zurück, wo ihr das Ganze wieder mit euren Romo verbinden könnt. Oben rechts geht es in die Einstellungen. Hier könnt ihr wählen aus drei Bedienungselementen. Zum einen das D-Pad, ein Vierfachkreuz, die Tank Drive. Das ist links und rechts, wo ihr zwei Hebel nach oben schieben könnt, Schieberegler nach oben schieben könnt, wie im Tank, also im Panzer üblich. Und dann der Joystick, das ist jetzt mal meine erste Wahl. Unten habt ihr neben dem Navigationsfeld, hier jetzt eben der Joystick, noch die Möglichkeit Fotos auszulösen. Diese werden dann auch gleich hier angezeigt. Romo App fragt euch natürlich beim ersten Mal auch, ob ihr den Zugriff auf die Fotos erlauben möchtet. Das solltet ihr machen, wenn ihr damit Fotos machen möchtet. Und könnt ihr natürlich hier drin gleich anschauen. Jetzt nicht gerade ein sinnvolles Objekt. Des Weiteren hat es noch einen dritten Button hier unten, den Romo, draufgeklickt. Und darüber könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel zu eurer Freundin, zu eurer Frau oder euren Kindern fährt mit dem Romo, gewisse Emotions übergeben. Zum einen, ich hoffe jetzt, ich kann das beides nebeneinander zeigen. Hier ein Happy. Dann den Verliebten. Und so weiter. Da gibt es verschiedene auch.
Ein schwindliger Romo oder ein lachender Romo? Und so weiter. Da gibt es verschiedene. Auch ein verrückter, ein ärgerlicher, ein entsetzter Romo und so weiter. Da gibt es verschiedene kleine Emotions, die man weitergeben kann. Dann noch ganz kurz die verschiedenen Bedienungselemente. Wie wir gesehen haben, hier der Joystick vorn, rück, seitwärts und so weiter. Dann das D-Pad, bekannt von vielen Spielkonsolen, einfach übers Kreuz. Und dann eben die Tank-Variante. Hier gibt es zwei solche Schieberegler, die ihr, je nachdem wie ihr fahren möchtet, nach vorne oder hinten navigieren könnt. Bei ersten Tests hat sich schnell rauskristallisiert, dass für mich das Ideale der Joystick ist, weil hier geht es nicht nur übers Kreuz, sondern auch leicht schräg. Einen ersten Test mit dem Romo mache ich ein zweites Video, wie der ganze Rumpf fährt. Dazu brauche ich ein bisschen mehr Platz, als hier auf dem Schreibtisch gegeben ist. Aber dieses Video werden wir entweder vor dem Review oder sicherlich im Review auf www.gadgetplaza.ch, welches in den nächsten 1 bis 2 Wochen folgen wird, online stellen. Das war es, ein kleines erstes Review zum Romo, einem Kickstarter-Projekt. Besten Dank fürs Reinschauen, euer Poughkeepsie, auf bald, tschüss!